Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ich muss mal kurz mein Mikro ein bisschen justieren. Ja, ich glaube, das ist gut. So, und wir werden heute unser Dorf beschützen. Wir haben da in der letzten Folge ja schon diese 1 Milliarde Soldaten gesehen und die machen wir jetzt fertig. Okay. Krieger der KNEKH neutralisieren. Ach, ich soll sie neutralisieren. Ich soll sie, erwürgen. Einschläfern. Warte, welchen Knopf muss ich drücken? Dann stehlen, ja. Dann beklauen wir erstmal unsere eigenen Leute. Hahaha. Weißt du, mein Volk ist voll arm und ich beklaue die auch noch. Ja, wie neutralisiere ich den jetzt? Achso. So, da haben wir den ersten. Da finde ich gut, dass ich meine eigenen Leute beklauen kann. Ich muss mich auch nicht anschleichen, weil wir ja im selben Team sind. Das Schöne ist ja, ich erwürge sie. Ich betäube sie ja nicht, ich erwürge sie. Auch wenn da neutralisieren steht. Neutralisieren bedeutet ja nicht unbedingt töten. Aber in diesem Fall erwürge ich sie. Man hört das richtig. Hallo. Das wird ein Spaß. Au, was zum... Hör auf damit! Aha. Du benutzt ein Messer gegen mich! Was stimmt mit dir nicht? Wir sind Freunde! Verdammt, Freunde! Da ritzt er mich auf! Das kleine Arschloch! Sorry für den Ausdruck, aber das hat er echt verdient. Wir sind ein Team, wir sind ein Volk. Und der wirkt mich einfach. Ich meine, der messert mich einfach. Jetzt blute ich auch noch. Das ist so eine Sau. Oh, ich würde da am liebsten reingehen, ne? Ich würde am liebsten reingehen in diese 100 Leute und sie einfach alle abschlachten. Also im Sinne von die einschläfern. Untersuchen wir erstmal einen Hinweis. Riecht nach einem Kaninchen, weil Kaninchen Blumen fressen. Das hätte ich mit blinden Augen sehen können, dass das ein Kaninchen ist. Hallo. Ach, verdammt. Wir sind doch Freunde. Die sich gegenseitig an den Baum schlagen. Aber Freunde. Skana, kana dogo. Da tun hagetum. Was ist da, Nico? Na, Hoda? Gwegon war Krori, ne Charles Lee. Was triote der Hunde der Hunzonia in Kiatwanto? Dann noch gar easy, I'll say, you know what is it? A Zoga, Tigarungue. Wahanrud sieht es an Nigora denu. Sie ist da in Yanda, das Gott Nigora Gani. Nick sie ohne Gan Rune de. Sie und Guan Hogarum de. Der Gott New Ska, Giga. Gwanek, die und Gott New Ska, und sie war Gwania has in a square, dann nur Statsege. Dann use an Nigora die Hunto. Dann was das ein Dachsa, der Nesungwe da Summa. Gadorissa. Und Gadorissa, non an Zaheum. Was ist das denn für ein Arsch? Nein! Nein! Warum? Du hättest ihn schlagen können. Ja, Tena. Das ist ein Danzum. Wenn sie gerade doch jetzt da, ne? Redunagedum. Charles Lee, Mountmath, Wasatahajib. Asagonatumase, Zinahodum Patriot, Renadero Yuni. Jurhan Saga, Asagonasete. Oh, Doctor Giga Moderio. Runodio Hot Quenu. Ungenungue da Summa. Oh, Diatanum Statumge. Anstatt ihn zu schlagen. Ja. Nu?
Kacke, wa? Reich ist verschwunden. Da schwebt ein Blatt in der Luft. Du bist ein Depp, ey. Ganz ehrlich. Was soll's? The show must go on, ne? So, wir gucken mal, wo wir hin müssen. Das ist doch kacke. Ganz ehrlich. Anstatt einfach mit der Faust gegen die Schläfe oder sich, das wäre um Längen besser als mit besser in die Kehle. Just saying! Was soll man sagen? Was denn? Achso, Mr. Bootsfahrer. Ich hab grad mal einen Stern, lasst mich in Ruhe. Ich hab grad für euch meine eigene Leute umgebracht. Mit mir danken. So, mal gucken, ob ich das von hier aus erkennen kann. Das müsste... Weiß gar nicht, was das ist. Ein Hirsch? Vielleicht? Was ist denn das da auf dem Boden? Ein Hirsch, tatsächlich. Hat hier getrunken. Ach, der Hirsch hat drei Beine oder was? Na gut. Das ist... Ja, weiß nicht. Ein Anhaltspunkt. Vielleicht hat da ja ein Bär gelegen. Ein Hirsch hat hier den Boden markiert. Oh, und ich hab dran geleckt. Oh, ist ja widerlich. Oh. Zittert's mir, ey. Na, Mädels. Wir müssen diese Position halten, solange es nötig ist. Wenn wir den Feind durchlassen, verlieren wir den Boden, den wir uns hier so hart erkämpft haben. Die Opfer, die eure Brüder gebracht haben, dürfen nicht umsonst sein. Geht jetzt. Tragt die Schlacht zum Feind. Sie sollen den Tag verfluchen, an dem sie uns trafen! Ich bezahle euch nicht fürs Trödeln! Komm noch, mein Freund! Und im rechten Moment, um Zeuge unseres glorreichen Sieges zu werden! Wo ist Charles Lee? Bastard! Er taucht auf mitten in unseren Vorbereitungen und übernimmt die Führung! Schreit alle an, sie sollen vorrücken und verschwindet. Und ich soll wieder alles richten. Wo kommen die denn her? Ach du Heilige. Sag allen, dass wir uns zurückziehen. Alle Mann zu mir. Jetzt, jetzt. Ich halte das Gebiet, während ihr sie in Sicherheit bringt. Ich gebe euch meine besten Soldaten als persönliche Wache. Sie würden wirklich alles tun, um euren Sieg zu sichern. Bonne chance, mon ami. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß am Sterben. Genau das werde ich tun. Alter Scheiße. Ich soll schießen. Und ich habe gerade aus Versehen geschossen. Ich schieß doch. Nee, ich habe gar nicht aus Versehen geschossen. Okay, alles wird gut. Wir schlagen sie doch noch zurück. Ja, die schießen auf uns. Okay, warten, warten. Schießen. Das wird sie aufhalten. Alles wird gut. Ach du Scheiße, da kommen sie auch von. Die kommen von allen Seiten. Okay, da treffe ich zum Moment am meisten. Perfekter Schuss. Zirkusreif. Dankeschön. Easy. Dann stehen die vor eurer Fresse? Ne, von da hinten kommen auch noch welche. Ah. Okay. Das verschafft uns mehr Zeit. Zwei Trumpfs mit einem einzigen Kanonenkugel. Yeah. Okay. Und zack. Wir schlagen sie doch noch zurück. Denn wir haben eine Kanone, Mann. Wie unfair ist denn das? Das sind so zwei, drei Männer und machen eine ganze Armee fertig. Ja gut, sie stellen sich auch vor uns hin wie so eine Schaufensterpuppen und freuen sich dann Keks, wenn sie umfallen oder was. Komm, wir ziehen mal ein bisschen da hinten nach rechts. Das sieht ganz gut aus, ne?
Das verschafft uns mehr Zeit. Ja. So, die müssen auch noch weg hier. Ja, ich will ja schon nach links, aber es dauert immer ewig. So, jetzt warten wir ein bisschen. Zack. Haben wir nämlich noch die hintere Reihe zusätzlich getroffen. Oh, wir haben kaum noch Patrioten. Okay. Wir müssen nur eine Minute aushalten. Perfekter Schuss. Dürfte knapp werden. Und da treffe ich jetzt gerade einen Haufen. Das wird sie oder auch nicht. Oder auch nicht. Und zack. Das verschafft uns mehr Zeit. Ich sehe da rechts auf der Seite sich auf jeden Fall noch einen Haufen Leute. Wir müssen da verschwinden. Zack. Das wird sie aufhalten. Ah, oh, ich sehe schon, die links, da ist nur einer, der schießen kann, ne? Aber da ganz links schießen gleich welche. Oh, ich habe kaum noch Patrioten. 28 Sekunden noch. Das verschafft uns mehr Zeit. Ich bin eigentlich nur derjenige, der zuguckt, ne? Ich stehe einfach und guck zu. Mehr mache ich nicht. Wir schlagen sie doch noch zurück. So, 15 Sekunden, viele Patrioten habe ich nicht mehr. Das verschafft uns mehr Zeit. Und zack. Geschafft. Hui. Wir haben nur wenig Munition und der Feind rückt vor, Sir. Dann ziehen wir uns zurück, stoßen zu den anderen und sichern ihr Entkommen. Okay, Hinrichtung von Patrioten verhindern. Ach du Scheiße. Ja, okay. Ist einfach umgefallen. Rückzug, Brüder! Wo sind denn die ganzen hingerichteten Patrioten? Ah, ich sehe schon. Rotröcke nicht Feuer! Zurück zu den anderen! Ich erledige das! Das war eins. Letztendlich mal, ich weiß nicht, so ein Messer ausrüsten wäre nicht schlecht, ne? Ich glaube, das geht ein bisschen schneller. Ganz ehrlich, ich ignoriere den letzten. Der kann mich mal. Ich muss mich beeilen. Verfolgst du mich jetzt? Wenn er Spaß hat. Ich kann das alleine. Wir haben getan, was wir konnten. Rück zu. Au, au. Vielleicht soll ich mich gar nicht, weiß nicht, um die kümmern. Wir laufen einfach weiter. Was ist denn los hier? Die werden hier eiskalt erstmal ignoriert. Da hinten sind nämlich die Nächsten. Nein, nicht töten. Nicht auf die Rohrdrücke. Geht zu den anderen. Okay. Wir haben sie alle gerettet und jetzt laufen wir. Und auch irgendwer, wer hingerichtet wird? Ne, da steht einfach nur. Alter, das sind 20 gegen einen und die trefft ihn nicht. Gott, ist das erbärmlich. Gut gemacht, mein Freund. Ihr habt heute viele Leben gerettet. Connor? Charles Lee hat dich verraten. Er erzwang einen Rückzug mitten in der Schlacht, in der Hoffnung, die Niederlage kostet deine Männer das Leben und dich das Kommando. Was? Ich bin sicher, du wirst ein Märchen von ihm hören, dass er in Unterzahl war oder dass es an mir lag. Alles Lügen. Ich sage es dir ein letztes Mal. Dieser Mann ist dein Feind und er wird nicht ruhen, bis du tot oder entehrt bist. Connor könnte recht haben. Lee verhielt sich wirklich äußerst merkwürdig auf dem Schlachtfeld. Ich werde diesen Anschuldigungen sofort nachgehen. Die Zeit dafür ist längst vorbei. Wir müssen sehr gründlich sein, sonst sind wir nicht besser als unser Feind. Mal ganz zu schweigen von den politischen Konsequenzen. Entscheidest du dich, Lee das Leben zu schenken, so werde ich es ihm nehmen. Genieße deinen Sieg, Commander. Es ist der letzte, den ich dir gebe. Böse Vorahnungen.
Sequenz 10 beendet. Was ist mit den Quests in unserer Siedlung? Ich habe da nicht eine gesehen. Und bald ergibt das Ganze keinen Sinn mehr, wenn ich noch länger warte. Ich muss nach dieser Folge muss ich in die Siedlung gehen und gucken, was es da zu machen gibt. Ich weiß, wir haben nirgendwo irgendwie Quest-Symbole gesehen oder so. Aber da muss irgendwas sein. Es ist was passiert, Desmond. Abstergo hat dein Dad. Ah ja, klar. Wo? Italien. Da, wo sie auch dich festhielten. Worauf wartet ihr noch? Los! Da ist noch mehr. Hallo nochmal, Mr. Miles. Ich hoffe, Sie sind gut gelaunt. Oder so gut wie möglich, den Umständen entsprechend. Es scheint, wir haben beide etwas, was der andere will. Ich schlage einen Tausch vor. Bringen Sie mir den Apfel und Ihr Vater wird unbeschadet zurückkehren. Lehnen Sie dies ab, kehrt er auch zurück, aber sicherlich nicht ganz so unbeschadet. Ich vermute, Sie möchten diese Möglichkeit doch lieber vermeiden. Ganz ehrlich, Dürger, doch zu denen. Er ist doch absichtlich alleine losgegangen. Ich wusste immer, dass es dazu kommt, nur nicht so bald. Ich frag mich, ob Abstergo überhaupt weiß, was passieren wird. War das schon immer Teil ihres Plans? Wollen sie das Ende der Welt? Zuschauen, wie alles verbrennt? Dann hätten sie ihre neue Welt, reif für einen Neuanfang. Wir sprachen von einer weiteren Energiequelle. Ihn dazulassen, das wäre in seinem Sinn, und unsere Mission zu beenden. Aber ich kann nicht. Es ist schwer genug zu töten, aber jemand sterben lassen? Wenn man weiß, dass man es verhindern kann? Keine Chance. Vielleicht riskiere ich mein Leben, all unsere Leben, um ein Arschloch zu retten. Aber was soll ich sonst tun? Das Arschloch ist mein Dad. Ich glaube, wir wurden gerade geblitzt. Just saying. So, da schon wieder, wir wurden wieder geblitzt. Und liegt das an mir? Dein Vater wird in einer der oberen Etagen sein, wo auch du festgehalten wurdest. Hinten in der Halle sind ein paar Aufzüge. Lass dich nicht sehen. Die wissen, dass ich hier bin. Die wissen Bescheid. Das war eine schlechte Idee. Alter, ich hab Tattoos. Ich hab eine verdammte versteckte Klinge. Wissen, dass ich hier bin. Weiß nicht warum. Ah, ja, okay, ist okay. Und die Kapuze ist auch gar nicht auffällig. Oh Mann. Security lässt mich wahrscheinlich auch durch, ne? Die denken, ich will den Apfel abgeben. Ihre Waffen bitte und kommen Sie mit mir, Sir. Ich bin selbst da rein. Vielen Dank. Es muss doch nicht hässlich werden, Mr. Miles. Lassen Sie mich durch. Bändigen Sie das Objekt, bitte. Ich bändige dich gleich mal. Zack. Au. Wir haben hier leider kein Ausrufezeichen. Deswegen muss ich hier ahnen, wann ich kontern muss. Oh, passt schon, wie ihr seht. Ich eure Waffen. Hier, aber die Leichen. Yay. Komm, du bist mein Souvenir. Wo gehen wir jetzt hin? Ah, die Treppe. Hier. Für dich. Ein Geschenk. Oh. Moment. Geh ich besser hin. Ich finde es wunderschön, wie du in der Luft tippst, aber wir sind ja in der Zukunft. Kriege ich hin? Das kriege ich hin. Das sah verdammt komisch aus. So, warte, ich will es ihm auf den Schoß legen. Hier. Da, Mittagessen. Ich glaube, der ist auf Droge. Guckt ihn euch an, wie er seine Hände anguckt. Oh, ich habe Hände. 5 Finger. Ich kann mein Ohr spüren. Ich glaube, ich verstehe, was die Templer vorhaben. Wollen allen einfach Drogen geben, dass sie glauben, dass die Welt untergeht. Ich sehe, Sie haben absolut nichts gelernt, seit Sie uns verließen.
Sie besteigen einen Aufzug mitten in feindlichem Territorium? Nein. Wo ist mein Vater? Sie werden ihn bald sehen. Jetzt seien Sie brav und warten Sie auf die Security. Ich kletter hier einfach raus. Den Rest des Weges klettern. Jetzt muss ich nur herausfinden, wo. Alter. Hier. Komm. Okay, dann nicht. Vielleicht hier in der Ecke? Ah. Hätte ich vor Anfang an machen sollen. Hätten die es nicht gecheckt, dass ich im Aufzug bin. Wir müssen ihn finden. Er kann nicht weit sein. Wo ist er? Auf jeden Fall nicht den Fahrzeug schaffen. Das finde ich nicht so nett. Aha. Dein Dad könnte über. Nein, wieso habe ich doch mal gedrückt? Ich weiß einfach nicht, wo er ist. Schon gut. Ich aber. Ich hatte Panik, ich habe zweimal B gedrückt. Naja. Auf jeden Fall, der eine hatte eine Waffe in der Hand, obwohl er keine eine Waffe in der Hand hatte. War nur so aus, als hätte einer. Hätte quasi die Luft festgehalten, wie Tau damals. So. Ist irgendwie merkwürdig, wieder zurück zu sein hier. Hi, bist du Vivid? Das ist ja überhaupt wem getötet. Hallo. Du schießt einfach auf mich. Hör auf, mich zu schießen! Wo ist deine Waffe hin? Hä? Holy shit! Was für ein krasser Move war das denn? Bin begeistert. Wollt ihr auch sterben? Templer! Ich bin zurück und ich werde euch alle auf. Aha. Vielleicht einen Freund erschossen. Man muss das doch merken, dass ich seinen Freund in der Hand habe und er schießt, der drückt einfach ab. Wer, Leute? What the fuck? Okay, ich wurde getroffen. Na komm. Wo sind eure Maschinengewehre? Wieso habt ihr keine Maschinengewehre? Kann mal einer zuschlagen? Dankeschön. Ihr habt Schusswaffen, aber ihr habt nichts anderes. Ein bisschen blöd, ne? Und die, das sind wahrscheinlich einfach nur Angestellte, die haben nichts mit Abstergo zu tun. Die Wissenschaftler sind Abstergo-Mitglieder, das heißt Templer, aber die glaube ich nicht, dass sie Templer sind. Die machen nur ihren Job. Und ich weiß nicht, wohin. Das Fenster. Gut, Freunde, aber bevor wir herausfinden, wie es hier weitergeht und wo unser Vater steckt und was ich gerade mit meinem Mikrofon getan habe, neben meinem Headset. Es steckt wieder. Das erfahren wir morgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.